Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Spandau Modern und fahren heute die Linie X29 von Westerwaldstraße nach Omnibushof, beziehungsweise am Omnibushof. Und ja, wir fahren heute ausnahmsweise mal für einen Betrieb, nämlich dem OVMD. Und ja, ich habe das Repaint vom OVMD nicht installiert. Muss ich noch machen, fiel mir eben erst auf. Ja, das Ganze heute wieder mit den MAN New Line City in der Solo-Variante Zweitürer, so wie mir das auch am besten gefällt. Und ja, diesmal in der Void-Version. Ich glaube, letztens sind wir in der ZF-Version gefahren und natürlich in der neuesten, aktuellsten Version. Es sei denn, heute am 14., wo die Folge rauskommt, kommt wieder ein Update raus. Das war ja beim letzten Mal so, an dem Tag, wo meine Folge rauskam, kam auch das Update raus. Ja, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. So, Fahrplan habe ich, glaube ich, schon angenommen. Nö, habe ich noch nicht. Ich sollte mich verschämen. Ja, wir fahren die Linie X29, Umlauf 3. Von Westerwaldstraße nach Omnibusbahnhof. Die Tour geht ungefähr 20, beziehungsweise, ja, sagen wir mal 17 Minuten. Nehmen wir an. Und dann gehen wir mal rein und rüsten unseren Bus auf. Erstmal den Fahrplan weg hier. Und erstmal aufrüsten. Kleiner Hinweis. Natürlich sind hier einige Sounds dabei. Die kennt ihr wahrscheinlich nicht. Das ist eine Mod von Dennis. Grüße gehen raus. Und dort auch bitte keine Downloads anfragen. Noch ein weiterer Hinweis. Es kann sein, dass meine Klingel in der Folge heute klingelt. Weil nämlich DPD bei mir heute noch kommt. Und habe jetzt keine Lust gehabt, jetzt eine extra Stunde zu warten. Manchmal weiß man ja nicht, wann DPD kommt, ne? Steht zwar alles dran, aber die Zeitangabe ist etwas, ja, unsympathisch. Na gut. So, dann machen wir Motor schon mal an. Ich hoffe, man kann mich besser verstehen. In der letzten Folge war meine Stimme ein bisschen zu leise gewesen. Beziehungsweise ich war weiter weg vom Mikro. Legen wir mal die Karte rein. Zack, und klicken auf Start. Währenddessen können wir mal hier ein bisschen mit der Heizung spielen. Nein, wir wollen 21 Grad reicht. So, Passwort. Also PIN. Dann haben wir die X29. Ich denke mal, dass es 29 nur eingeben musst. Genau. Super. Das hat ja diesmal funktioniert. Da wirst du bekloppt. So. Gut, dann wollte ich noch das Dashboard ein bisschen verstellen. Ich hoffe, man hört die Hintergrundgeräusche nicht. Das ist Harry, der gerade in einem Karton wühlt. Ja. Dashboard verstellen. Das wollte ich machen, genau. So. Wenn wir mal. So ein. Ja, das reicht. Zack. Dann zack. Ach, egal, lassen wir es so. So. Sonst ist alles aufgerüstet. Ja, alles aufgerüstet. Das ist sympathisch. Ja, automatisches Licht machen wir noch an. Und wir stellen unser Fahrplan ein, beziehungsweise können wir an der Stadthaltestelle machen mit dem erreicht. So, erstmal einen Schluck trinken. Prost euch allen. Heute gibt es bei mir mal Monster. Den Mega-Monster natürlich. Mal Prost. Auch wenn ich die Kappe von diesem Mega-Monster ist, war sympathisch. Aber, also, dass man halt wieder verschließen kann, ne? Aber was trinken, ja, gewöhnungsbedürftig manchmal. Zumindest bei mir. Ich bin es anders gewohnt. So. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir zur Starthaltestelle vor. Den Kollegen lassen wir mal da geschmeidig vor. Ja, wir müssen automatisch Licht ausmachen.
Der geht nicht. Weil er noch weiter im Fahrzeug ist. Die anscheinend wir jetzt vorgelassen haben. Geil. Egal. So, Gang rein. Und dann glücklich sein. Auf geht's. Ah, dieses Spiegelruckel, Alter. Hört aus. Das ist wirklich noch so ein Wunsch für ein Update, ey. Also, wenn da noch ein Update kommt, ich würde mir so sehr wünschen, wenn dieses spiegelige Ruckel weg ist. Ja, das würde ich mir so sehr wünschen. Nicht immer dieses Leckie-Spiegel, das leckt mir zu sehr, das ist für mich ein Störfaktor. Das Einzige, wo ich wirklich sage, nee, das stört mich. Also das stört mich wirklich, dieses spiegelige Wackel. Ich weiß nicht, was eure Meinung ist, aber mich persönlich stört es ein wenig. Ja. Weil ich will einen flüssigen Außenspiegel haben und keinen Ruckelspiegel, das sieht zu schön. Und was haben wir hier? Kommen wir nicht klar, oder was? Liebe DKI. Seid doch mal nicht so doof. Schaut sich hier auf einmal alles. Du fahr. Und jetzt haben die auch noch. Och Leute. Oh mein Berliner Verkehr, ey. Jetzt stehen wir dumm da, ne? Das ist super. So. Wie verfahren wir jetzt der Situation? Ich stehe jetzt mitten auf der Kreuzung. Normalerweise, ne, läuft es anders. Ein Kollege Opel schafft so nicht rum, weil ich eigentlich seine Sicht blockiere. So, jetzt fahr! Fahr, du Opfer! Danke. Meine Fresse. Gut, eigentlich könnte es da gar nicht sehen, weil ich vor dem Weg stand, aber trotzdem. Aber das ist egal. Erreicht. So, rinn mit euch. Hallo. Hallo. Moin Sie. Servus in der Hand. Einmal ein Fahrschein. Stufe 2, bitte. Meins. Anladen, ne? Endlich. Danke dir. Schön, schön. So. Haben wir noch ein bisschen Aufenthalt. Mal gucken, was er geschildert hat. 20 ist richtig. Von außen. Nur eine 29, da er das X irgendwie nicht hinkriegt. Machen wir aber nochmal manuell hier. Das ist 29. Ach was? Och no. Nur weil. Boah, Leute. Was ist das? Whitey. Funktion. Bedienung. Schicht. Eingabe. Leitstelle Wagen am 507. Wir hören. Ich habe hier zwei junge Fahrgäste, die beschmieren hier den Bus mit Eddingstiften. Bitte die nächste Haltestelle anfahren. Wir schicken die Polizei. Okay, aber dann lass ich keinen raus, oder? Nö, wäre dumm. Nein, das wäre ja nicht. Das wäre das Dümmste, was man machen würde, ne? Das wäre ja einer der Dümmsten. Ja gut, da steht jetzt halt nur noch auf Spandau am Omnibushof. Das ist jetzt aber geil. Ja, okay. Ja, nun sind die Funksachen auch mit reingekommen. Sympathisch. Ja. Aber den Funkspruch kannte ich noch nicht mit dem Edding. Das ist zum ersten Mal heute. Ein paar Tüge zu ein Update oder was? Hm. Ach, egal. Ja. Aber Respekt, dass du der Busfahrer mitgekriegt hast. Die meisten kriegen das gar nicht mit, ne? Machen wir 34 draus. Ist da. Kommen noch welche rein? Nein. Ich lasse euch erst an der nächsten Station raus. Tut mir leid. Kein Bock drauf. Der richtige Bus. In der Realität würde sowas gar nicht gehen. Ich sehe da ja nicht, was da draußen steht.
Das ist halt Omsi. Ja. So, Abfahrt. Man merkt, es ist Feierabendverkehr. So, nächster Halt. Hat er gar nicht umgeschrieben. Hast du gar nichts mit mir oder was? Ach so, ja, stimmt. Ich glaube, die Karte, wo die Ansagen nicht funktionieren, wo man die Ansagen extra umschreiben muss, wo ich eine Abkürzung da am Ende sind. Ist auch total bescheuert. Das bei mir in Bus funktionieren die Ansagen, nur bei dem hier nicht, weil irgendwelche Kleinigkeiten nicht akzeptiert, aber egal. Ist wurscht. Das war so eins zu weit, ne? Ist auch nicht zurück. Reicht. Nee. Wurscht, egal. Wir haben nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Hallo. 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 Zu stellen. So. Da gibt es heute keine Ansagen, so eine Suche, ne? Boah, da kriegst du echt Akku, Alter, wenn du diese Spiegel-Leck siehst hier. Er denkt, sein Oms läuft scheiße, ne, wenn du in den Spiegel guckst, aber es läuft flüssig. Sehr ätzend. Ich hab wirklich so ein Spiegelproblem, ey. Wir meinen so viel Verkehr hier, Alter. So, das war wirklich Wahnsinn. Oh, den Müllabfuhr. Alter, was ist hier los? War mal in Spandau vorbei im Rathaus. Ach du Scheiße. Oh Mann, da könnte die Performance echt zu flöten gehen. Wenn wir hier schon so viel Stau haben, will ich gar nicht wissen, was am Rathaus Spandau abgeht. Ach du heiliger Bimbam. Ei. Lass uns gar nicht. Im Gelenk. Ist Donald Duck? Nee. Wohngenossenschaft aus dem Kram. Eine Ente. Da fällt eine Frau. Sieht aber ziemlich unfreundlich aus. Dann denkst du, die liebt ihren Job total, ne? Oh, es geht weiter. Nächster Halt. Hohenzollern. Ring. Kann ich nur sagen. Hallo. Hallo. Mahlzeit. Mahlzeit. Ein Normalticket, bitte. Ein Normalticket. Sehr schön. Oh, die Ampel wird schon grün, das ist gut. Oh, Mirko will noch über die Straße. Wird noch warten. 3000 Jahre später, mach mal hin, ey. Ich bin Expressbus. Warte nicht schön. Dann darf ich überhaupt fahren. 30, 50, ne? Borchardtweg. Oh, da kommt eine Ansage, ne? Da
Da kommt eine Ansage. Natürlich, natürlich. Ich glaube, wir dürfen 50, weil ich habe jetzt nichts mit 30er-Zone. Oder irgendwelche Einschränkungen. Hallöchen. Hallo. Ich hätte gerne einen normalen Fahrschein. Ich mal Hallo sagen können Sie auch. Bevor ich bei 3, 4, 6, 8, 10, bitte schön. Hallo. Eine Kurzstrecke bitte. Eine Ermäßigung. 1,70. 2. Also. Hallo, ich warte ja, immer noch gut. Auf mein Ticket. Mein. Wo noch eine Fahrkarte bitte. Mecker mich doch nicht von Entschuldigung, dass ich den falschen Fahrschein gegeben habe. In der Realität wird auch nicht gemeckert. Da sieht man, dass der Busfahrer gerade beschäftigt ist, seinen beschissenen Fahrschein auszudrucken, ja? In der Realität würde man sagen, bleiben Sie mal locker, junge Dame, sonst schmeißen Sie aus dem Bus, kriegen Ihren verfickten Fahrschein schon hier. Ja? Nur am Meckern die Frauen hier. Richtig. Schlau Mozart. Gut geraten. Jetzt auch keine große Kunst. Ne? Boah, dieses Omsi-Leck gerade hier ein bisschen dolle. Wie gesagt, ich habe auch noch zwei Kacheln drin und so. Ja, ich glaube, wir sind näher spannend, oder dass das nicht so schlimm ist. Aber wird noch bestimmt. Servus besser. Damit. Achso, das war ja was. Hallo. Ja, das stimmt, aber du könntest auch mal wieder aktiver werden. Was Kurzes, bitte. Was Kurzes. Kurzstrecke, Regeltarif. 1,70. 2, 4, 6, 8. Wagen 29, 3, hier Wagen 212. Bitte warte an der Südheimer Straße, wenn du kannst. Ich habe Umsteiger Richtung Sechsenberg. Kein Problem, Wagen 212, ich warte. Ey, hoffentlich klingelt nicht DPD in der Aufnahme, das wäre so unsympathisch. Weil ich nicht hier brauche, ne? Natürlich sind wir heute wieder im Supersparmodus. Ja. Der Bus ausgeht. Aber bis er los wird, dauert es eine Ewigkeit. Ja, was macht der Kollege da? Hier will rum wegen dem Scania. Ach Leute, macht doch nicht so ein Theater. Macht doch nicht so eine Show, Alter, hättest du doch schaffen können. Meine Güte. Boah, der fährt der S-Bahn. Begrüß dich.
Ja. Letzter Livestream, ne? Sherlock Holmes Nacht. Was war da denn los? Ja, ganz einfache Erklärung. Diejenigen, die sich jetzt mein sinnloses Geschwafel-Video nicht angeschaut haben. Es gab ja am Freitag wieder die Sherlock Holmes Nacht, die anscheinend eine... dieses Format, gerade was nachts angeht, anscheinend verflucht ist. Bei der ersten Nacht splinterte mein Magen weg und in der zweiten Nacht fiel das Internet aus. Ganz geil. Ja, wie gesagt, Grund, ich hatte kein Internet mehr und deswegen hatte ich dir nur noch einen Ladebalken. Ja, das Internet war so gegen, wie spät war das, glaubst du, gegen 2 Uhr nachts früh am Morgen wieder da gewesen. Hat sich einfach nicht mal gelohnt. Ich hatte auch keinen Bock mehr gehabt, die Leute sind eh schlafen gegangen. Ja. Von daher habe ich es ausfallen lassen. Kannst nichts machen. Aber egal. Von nun an gibt es nur noch Sherlock Holmes Abende. Bisher immer störungsfrei. Nicht so wie die Nächte, wo es immer irgendwelche Probleme gab. Das ist man jetzt eigentlich nur 2 Nächte, aber trotzdem, jede Nacht hatte irgendwas anderes. Fand ich ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Es hat mich selber sehr geärgert, muss ich ehrlich sagen, weil, ich habe mich eigentlich sehr gefreut und dann, so eine Scheiße, ne? Das war halt nicht schön. War halt wirklich, nicht schön gewesen. Ich muss mal kurz bei OBS was einstellen. 1,4 Dezibel. Ich hoffe, man konnte mich noch trotzdem hören. Hat das mir noch hochgeschraubt gehabt. Eieiei. Ja, was ist denn hier los, Leute? Macht er heute wieder Busfahrschippen oder was? Alle 11 Minuten verliebt sich ein neuer Busfahrer hier oder was? Und ihr seid in der Warteschlange oder wie? Ach, ist sonst gar nicht liegen geblieben. Oh. Oh. Gut, Scania ist gut. Scania hat gut gemacht. Der LKW rammt das Auto weg, geil. Oh, Leute. Leute. Stellt euch doch nicht an wie die ersten Menschen. Schon interessant, dass das Scania überhaupt immer liegen bleibt. Sonst war es immer einer der komischen 3 Generationsbusse. Ja, jetzt ist es mittlerweile in Scania. So weit sind wir schon gekommen, Leute. Ach nee. Haben wir durch 2 Minuten Verspätung. Cool, macht sich super bei der Auswertung heute. Wie gesagt, hey, nimmst du auf und fährst gleich mal für den Betrieb mal wieder eine Runde. Ja. Und das Scania, ne? Haben wir denn mit der Abfahrt? 15,9. Kollege, der den Bus übernimmt, noch ein bisschen Puffer. Ach, nee. Das ist was, ey. Ah, hier ist was los. So. Rum um die Kurve. Schön. Und rechts. Was ist eigentlich mit dem Harley-Con-Produkt Müllautos geworden? Diese wunderschönen Müllwagen. Da gab es also doch. Ich fahre nur 3 Stationen, also hätte ich gerne ein Kurzstreckenticket. Ja. Danke. Ja, danke schön. Dankeschön. Damals, vor einigen Jahren, hatte doch mal Harley-Con, war doch mal Harley-Con, ein Video rausgebracht. Wo die Müllautos quasi ihren eigenen Fahrplan hatten. Ziegelhof. Das war so ein Fahrplan, wo sie halt neben der Mülltonne anhalten. Könnt ihr euch noch daran erinnern? An das Video? Könnt ihr euch noch erinnern? Harley-Con-Video? Früher, vor vielen Jahren?
vor der Zeit, bevor die Müllwagen rauskamen. Ich weiß gar nicht, was mit dem Projekt ist. Ist das denn noch das Projekt oder hatten wir es damals eingestellt? Ich weiß es nicht. Weil ich fand das ziemlich interessant, wo der Müllauto dann auf der Straße angehalten hat, an der Stelle, wo dann auch der Mülleimer stand, ne? Fand ich sehr cool gemacht, ne? Aber ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist oder umgesetzt wurde. Ich weiß es nicht. Weil würde mich schon interessieren, ob das noch so umsetzbar ist, weil die Idee ist ja an sich geil, ne? Das ist quasi genauso wie bei den Hamburger Hafen zu den Taxifahrern, ne? Die einfach so anhalten, als würden sie einen Fahrgast da hinbringen, ne? Das war genau dasselbe Spiel. Ich fand die Idee geil. Aber ob das was geworden ist, keine Ahnung. Vielleicht wurde es schon umgesetzt, nur keiner baut es in seinen Karten und ich weiß es. Guten Tag. So, weiter. Und schon wieder rot. Ich glaub's ja wohl. Ich glaub, die Ampeln sind auch gegen mich heute. Ist doch nicht euer Ernst. So. Nachgucken, was steht denn hier drauf? Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr. Krankenfahrzeuge und Taxi frei. Also von 14 bis 18 Uhr darfst du hier nicht lang. Oder wie? Wie soll ich denn das verstehen? Wie soll ich denn das Schild hier verstehen? Darf ich von 14 bis 18 Uhr hier nicht lang? Aber die Straße ist doch hier. Hätte man das Schild nicht hier hinmachen können? Weil von... Willst du das erkennen? Oder wofür ist das Schild jetzt hier gedacht? Dass du da nicht lang darfst. Ist es jetzt hier für diese Einmündung gedacht, für den Busverkehr oder was? Dass du von 14 bis 18 Uhr hier nicht reinfahren darfst in der Busspur oder was? Ich verstehe das nicht. Naja, egal. Ich muss ja auch nicht alles verstehen. Das ist klar. Egal. Wir müssen ein bisschen Verspätung aufholen. Egal, ob wir geblitzt werden. Oh Leute, schlaft doch nicht ein hier, Mensch. Wir sind in Berlin. Wir sind nicht in Hamburg. Oder sonst wo, in Düsseldorf oder was weiß ich. Keine Pussys, Alter. Ich fahr doch sonst nicht so lahmarschig in der Stadt hier. In der City. Ja? Meine Güte. Busfahrer fahren auch gerne 60 durch Berlin. Aber schon wieder die nächste Grünphase verpasst durch den Lahmarschen. Wobei, die verpassen wir jetzt eh wieder, weil hier ist sehr hohes Verkehrsaufkommen, sehe ich. Schlimm heute. Hallo, kommen Sie rein in die Stube. Hallo. Einen normalen Fahrschein. Wenn ich mal Hallo sagen, ey, das sind Berliner, ey. Danke. Hallo. Mal ein Hallo. Guten Tag, lieber Busfahrer. Schön, dass Sie da sind. Ach, hallo, Steven. Lang nicht mehr gesehen. Schön, dass du wieder für die BVG fährst. Endlich mal wieder ein Busfahrer, der was drauf hat. Nicht so die anderen Kollegen. Ach, schön, dass ihr wieder da seid, ja. Ach, hast du hier nicht, ne? Hast du hier nicht. Am Omnibushof. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Weißt du, was ich mal...
Please leave the bus here. Vielleicht soll ich mal für Regiobus fahren, nächste. Aber gibt's ja nicht so einen Omsi. Kompletten Linienabschnitten, oder? Mich jetzt auch. 100%. Egal. Haben wir keine Verspätung mehr. Habt ihr richtig gehört, ne? Ihr dürft einen Haltewunsch drücken. Gleich ist Endstation, dann schmeiß ich euch raus. Wenn ihr nicht rausgeht, dann zeige ich euch, wie man rausgeht. Und nicht auf die sanfte Art. Bisschen Schnupfen, Entschuldigung. Da kommt noch ein Setra. Aber du musst auch ausgerechnet aus dieser Scheißecke auf den Kochen kommen, ne? Leute. Meine Fresse, nur weil du ein Reisebus bist, heißt es nicht gleich, du hast überall Vorfahrt, Kollege. Ich bin Berliner Busfahrer, hier ist meine Straße. Lass du dich anzupassen, Digga. So. Noch so ein Reisebus-Fuzzi. Sag mal, was ist denn hier los? Wollen die ganzen Berliner ausreisen oder warum fahrt ihr hier rum? Im Setra. Meine Güte. Was ist denn hier los? Ach, hier klar. Oh, ja, jetzt jemand hinten drauf gefahren oder warum meckert ihr jetzt rum wie Mimösen? Nö. Also ich hab nur gerade sanft mein Bremspedal getreten, als ob ihr da meckert. Ist das jetzt Position? Nee, ich werde mit dem Bus ja nicht mal warm hier. Das kannst du vergessen. Ich bremse so wie bei meinem Lieblings-Mercedes, ich bremse so wie beim Bremer M1. Da wird nicht gemeckert, hier wird gemeckert, wenn ich die Bremse sanft berühre. Also ich weiß auch nicht. Also mit diesen M1 werde ich mich nie so richtig anfreunden, Leute. Könnt ihr glauben. Also hier ist Anfreundung 0,0% langsam. Aber sowas von. Da haben sie immer noch die Bewertung versaut, ne? Am Ende. Blöden Arschkampen. Sie haben doch alles mit Absicht gemacht. Die wollen nicht, dass ich gut abschließe. Ne? Naja. Da steckt ein C2 fest, sag mal. Ihr habt es heute auch mit dem Festfahren, wa? So, jetzt wollen wir den. Ja, Manfred, bis weg ist. Wir wollen jetzt in den wunderschönen Betriebshof rein. So, danke. Wir werden uns einfach neben den anderen M1 hängen. Weil ehrlich gesagt, ich mit solchen M1 SC202 besser fahren kann, als jetzt mit diesen M1 hier, ne? Ja, also, ist auch schon teilweise ein bisschen traurig, aber kann sich ändern, ne? Ist halt Geschmackssache, jeder hat seinen eigenen Gefühl mit dem Bus. Ne? Ich komme halt nicht mit dem Bus hier klar. Er sieht zwar mords mega geil aus, ja, aber ich komme mit dem Fahrverhalten nicht klar. Ja? Eben gesehen mit der Bremse. Meine Gott, das ist die Raufe. Jeder hat seinen Bus. Naja. Wurscht. Ist wurscht. So. Machen wir noch Motor aus. Ja, Motor auszumachen. Ich will mal gerne gucken. Sehen. Am Omnibus. So. Sieht doch schnieke aus, oder? Nimm mal die X. Danke. Oh, herrlich. Ja. Sympathisch, ne? Wichtige Informationen für die Kollegen mit
Nee, ich bin weg. Nichts für mich hier. Ich mache keine Extraschicht. Das kannst du vergessen. So, ja gut, 90%. Fahrgäste haben gemeckert. Könnten wahrscheinlich 3-4% abgezogen worden sein. Hätten wir wahrscheinlich 93 gehabt. Hätten sie nicht rumgemeckert. Aber kannst du halt nicht ändern. Aber ja, das soll es auch schon für heute gewesen sein. 35 Minuten ging die Folge. Also mal wieder länger als eine normale Linienfahrt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und da klingelt DPD. Geil. Ja, das ist auch richtig geil, ne? Genau zur Abmoderation klingelt DPD. Ja, hätte auch eine Minute später kommen können. Egal. So. Ich liebe DPD. Das Wetter sieht auch nicht draußen sympathisch aus, aber egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Link zur Karte findet ihr in der Videobeschreibung und teilweise den Faden verloren, dank DPD. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier zu einer neuen Folge von Let's Play Omsi 2, der Omnibus zum Latter. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt negativ. Bis zum nächsten Mal, euer Twin Omsi TV. Tschüss!